Wir sind der größte neurologische Rehabilitationsstandort in Baden-Württemberg. Wir haben früher ganz normal Windows Flat Clients benutzt, kamen dann an den Punkt, dass wir hätten neu investieren müssen in neuere Hardware. Die Verwaltung der Flat Clients ist einfach umständlicher, wenn da was ausfällt, bis das wieder alles aufgesetzt ist, bis ausgetauscht ist. Da kam dann Eagle im Prinzip zum richtigen Zeitpunkt. Wir konnten uns die hohen Investitionen für neue Hardware sparen, weil wir mit dem Universal Desktop Converter die alte Hardware einfach weiter benutzen konnten und haben so natürlich einen hohen Invest gespart. Wir nutzen Eagle jetzt seit 3 Jahren. Wir können Hardware, also wenn wir einen defekten PC haben, einen defekten Endclient haben, können wir den einfach austauschen von irgendjemandem. Es ist egal, wer ihn aufbaut. Das Gerät muss nur hingestellt werden. Die Konfiguration passiert über die UMS. Es muss tatsächlich keiner von uns vor Ort sein und dadurch läuft es dann. Also es ist eine Sache von 10 Minuten im Endeffekt. Es muss kein technisches Personal da sein, der irgendwelche Sachen groß konfigurieren muss, sondern ein Gerät aufbauen. Wir machen alles per UMS, das Gerät läuft wieder und es ist ein Downtime von maximal 10 Minuten im Normalfall. Und wenn wir halt einen normalen PC haben, der muss installiert werden, muss wieder alles konfiguriert werden, die ganze Umgebung eingepflegt werden und das sparen wir uns einfach. Und das ist sehr überzeugend gewesen. Also wir setzen bei uns UD3, UD9, IZ3, UMS, ICG und UDC und UD Pocket ein. Also tatsächlich fast das komplette Spektrum. Im Gesundheitsbereich ist einfach gerade die elektronische Patientenakte und die damit verbunden meistens mobile Visite eine große Herausforderung, vor der wir jetzt auch aktuell stehen, die wir jetzt gerade angehen. Das wird für viele in dem Bereich noch eine große Herausforderung sein, was da die besten Lösungen sind. Und wir haben jetzt eben auf Eagle SIM-Clients gesetzt, eine All-in-One-Lösung von Hamalit, die wir einfach flexibel im ganzen Krankenhaus durch die UMS-Verwaltung sehr flexibel einsetzen können. Das heißt, auch wenn wir einen Hardware-Ausfall haben, können wir relativ schnell mal von einer anderen Station oder einem Ersatzgerät einfach per Klick aktivieren und es läuft wieder. Das heißt, wir haben keine Ausfallzeiten, die halt einfach bei einer 24/7-Tätigkeit, wie es im Krankenhaus einfach ist, sehr wichtig ist. Also wir können, die Geräte stehen da, es fällt eins aus, es kann im Endeffekt sogar, könnte ein Pflegepersonal hingehen, das Gerät austauschen. Wir müssen nur einmal klicken, die Konfiguration übertragen und es ist nach 10 Minuten lauffähig. Und das ist gerade im 24/7-Betrieb natürlich sehr wichtig. Ich würde Eagle empfehlen, weil man eine Investitionssicherheit hat, dass wenn man jetzt Hardware kauft, dass man die sehr, sehr lange weiter nutzen kann, weil nicht irgendwelche Treiber vielleicht in Zukunft nicht mehr unterstützt werden oder ähnliches. Weil man sehr schnell auf neue Gegebenheiten reagieren kann. Der Rollout, das ist für uns sehr wichtig, läuft bei uns in Minuten. Wir haben 1, 2 Geräte auf Lager, es fällt was aus, es wird aufgestellt. Wir machen einen Klick. Die Verwaltung ist eine Oberfläche. Das sind einfach ganz viele Punkte, die zusammen wahnsinnige Arbeitsersparnis geben. Und das kann man jedem innerhalb von 10 Minuten zeigen, erklären. Und normalerweise sind die Leute begeistert.